come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTE Online. Leute, heute habe ich für euch einen Verdoppelungsglitch, und zwar einen Flugzeugverdoppelungsglitch. Mann, das ist der erste richtige Flugzeugverdoppelungsglitch, den wir haben, und der ist echt ganz, ganz einfach. Was braucht ihr dazu? Natürlich ein Hangar, natürlich auch ein Flugzeug, das ihr verdoppeln wollt, und einen Elegy RH8, wobei ich davon überzeugt bin, dass es mit jedem anderen Fahrzeug auch geht. Ich habe es aber jetzt nicht mehr ausprobiert, war schon zu spät, also habe ich mir den RH8 bestellt, habe noch einen im Clip Tower rumstehen, also habe ich ihn über den Mechaniker bestellt. Leider wurde das Ding jetzt hier reingespawnt, und zwar in die Militärbasis. Normalerweise wird er immer außen gespawnt, nein, jetzt innen drin. Jetzt wollte ich aber nicht unbedingt wieder Sterne und erschossen werden und tralala und hoppla. Also, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding genommen, bin rausgefahren. Beim Rausfahren denke ich so, eigentlich ist es doch ziemlich egal, wie der Wagen kaputt gemacht wird, ob der explodiert oder mit dem Raketenwerfer in die Luft geschossen wird. Oder ich fahre ihn einfach ins Wasser, also habe ich ihn einfach ins Wasser gefahren. Kaputt ist er, zurückrennen und wieder den Hubschrauber bestellt. Da ist der Hubschrauber genommen, wieder zurück zum Hangar geflogen. Soweit, so gut. Das waren die Vorbereitungen. Also, es muss ein Auto kaputt sein, ein persönliches. Wie gesagt, in meinem Fall der RH8, Elegy RH8. So heißt das Ding. Jetzt gehen wir wieder in den Hangar rein. Im Hangar rennt man zu dem Flugzeug, was man verdoppeln will. In meinem Fall ist es die Rook. Die Rook kostet 1.200.000. Wenn man die Mission nicht gemacht hat, 1.590.000 oder sowas. Okay, wenn man drin sitzt, nimmt man das Handy, ruft die Versicherung an, und jetzt kommt's drauf an. Bei mir, wie gesagt, ist es immer Clip Tower gewesen. Ich wähle den an und dann drücke ich Gas, und bei der PlayStation X kurz danach, jetzt, also Gas kurz, dann X drücken oder A bei der Xbox One, und dann hört ihr noch so ein Klicken, ne, im Hintergrund, so Bestätigung vom Telefon. Wenn ihr das gehört habt, ist alles gut, wenn ihr es nicht gehört habt, ist auch gut. In jedem Fall fahrt ihr wieder in eurem Hangar rein. So, dalle. Und schon habt ihr das Ding verdoppelt. Noch einfacher geht's wohl nicht, oder? Nachteil an der ganzen Suppe ist, ihr könnt den Verdoppelten nicht verkaufen. Da kommt dieser dumme Spruch mit den über 50.000, könnt ihr nicht verkaufen. Den Spruch habe ich noch nie verstanden. Ist auch scheißegal, den gibt es leider schon immer. Wie gesagt, das Duplikat könnt ihr nicht verkaufen. Das Original ist in dem Fall vollgetuned 1 Million und etwas wert. Ungetuned bringt die Rook ungefähr 700.000. Das heißt, wenn ihr alle Missionen macht, dann könnt ihr die für 1,2 Millionen kaufen. Kriegt 700.000 wieder zurück, hat die Rook euch nur 500.000 gekostet. Ist doch auch nicht schlecht. Und das Schöne ist, das Flugzeug kann alles, was das Original auch kann. Es sieht genauso aus, es funktioniert auch alles, wie ihr eben seht, und ihr habt einen Haufen Geld gespart. Ist doch schon mal was. Für den ersten richtigen Verdoppelungsglitch von Flugzeugen finde ich den riesig. Also, wenn ihr nicht so viel Kohle habt, verdoppelt euch die Flugzeuge und spart Geld. So, ich wollte euch das schnell noch zeigen, bin jetzt mal raus, wünsche euch was, bis zum nächsten Video, euer Peter, ciao Leute.